Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert, mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und so ist es natürlich auch. Und heute reden wir ein weiteres Mal über einen der Wahrnehmungsverarbeitungsbereiche. Das ist ja ein Thema, das ich jetzt so in ein paar Folgen behandle. Und heute reden wir über einen Bereich, der da auch, würde ich mal sagen, relativ wichtig ist oder auch vor allen Dingen tief beachtenswert. Denn die olfaktorische Wahrnehmungsverarbeitung, also der Geruchssinn, der ist im Alltag schon eine ziemlich, ziemlich relevante Nummer, weil es ja sehr viele Gerüche gibt natürlich, das ist ja nicht auszuschließen, das ist klar. Und die können natürlich, je nachdem, wie Menschen in der Wahrnehmungsverarbeitung unterwegs sind, sehr, sehr irritierend sein. Und dementsprechend müssen wir uns da heute mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ja, also, wir haben ja die letzten ein, zwei Folgen auch schon mal drüber gesprochen, wie das alles so funktioniert und zu werten ist. Also grundsätzlich ist es so, dass die Wahrnehmungsverarbeitung autistischer Menschen ja offen ist, also ungefiltert, und da brauche ich jetzt auch nicht nochmal drüber sprechen oder groß drauf eingehen. Also im Endeffekt ist es so, dass das Gehirn keinen Fokus setzen kann und deswegen verarbeitet es ganz viele oder versucht ganz viele Reizwahrnehmungen gleichzeitig zu verarbeiten. Und das ist halt manchmal eine ziemlich komplexe Geschichte, weil das natürlich schnell dazu führt, dass das Gehirn komplett überlagert ist. Und das ist natürlich dann sehr unangenehm und führt dann zu so Prozessen wie den sogenannten Overload, also Reizüberflutungsprozessen bis hin zu Meltdown und so diesen ganz extremen Äußerungen dann dieser Überforderung. Und da wollen wir heute auch jetzt nicht wirklich drüber sprechen, sondern wir gucken uns mal an, welche Besonderheiten es dann im Bereich des Geruchssinns gibt. Und auch hier ist es so, dass autistische Menschen in der Regel entweder hypo- oder hypersensibel unterwegs in diesem Bereich. Manche sind auch relativ durchschnittlich unterwegs in diesem Bereich. So, und die Unter- und Übersensibilität, die werden wir uns hier jetzt mal im Detail angucken, wozu das so führen kann. Also grundsätzlich sind hier die Besonderheiten, wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die hypersensibel sind, also überempfindlich, dann reden wir davon, dass manche Gerüche einfach vollkommen überwältigend sind und kaum zu ertragen. Und das sind oft so Gerüche, die wir erstmal natürlich als neurotypische Menschen gar nicht so stark wahrnehmen oder natürlich auch einfach von der Verarbeitung Intensität her nicht so intensiv. Und es kann zum Beispiel hierzu führen, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie so besonders hypersensibel sind, dass sie Probleme haben, auf Toilette zu gehen, also dass sie Probleme haben mit ihren Ausscheidungen, weil die für sie so extrem riechen, dass sie das kaum ertragen können. Und dann gibt es halt so Muster, dass die Kinder dann versuchen, zum Beispiel ihre Ausscheidungen zurückzuhalten oder grundsätzlich zu vermeiden. Und das kann natürlich dann auch wiederum zu einem gesundheitlichen Risiko führen. Ja, und weitere Überempfindlichkeiten in diesem Bereich wären zum Beispiel gegenüber so bestimmten Parfüms oder Shampoos, ne? Und das oder Hautcremes oder so, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und das ist dann so, dass Erwachsene natürlich das schon ganz gut mitteilen können, dass denen das jetzt hier alles viel zu stark riecht. Kinder machen das natürlich nicht und dann kann es natürlich zu Irritationen führen, wie zum Beispiel der Annahme einer, nehmen wir jetzt mal eine Kita, pädagogische Fachkraft aus der Kita, dass die sagt, oh Mensch, das Kind mag mich nicht, das geht immer weg oder es reagiert immer aggressiv, wenn ich auf es zukomme, und dabei kann es dann tatsächlich einfach irgendwie am Parfüm liegen oder am Shampoo oder was auch immer, ne? Oder vielleicht die Dame dann oder der Herr, besonderen Mundgeruch, der wird natürlich auch viel intensiver wahrgenommen. Ne? Und auf der anderen Seite sind wir halt im Bereich der Hyposensibilität, also das heißt in der Unterempfindlichkeit. Und hier ist es so, dass die Menschen, die davon
betroffen sind, ganz oft überhaupt keinen wahrnehmbaren Geruch irgendwie verarbeiten können. Das heißt, sie riechen einfach so auf der Grundebene erstmal nicht besonders viel. Und das führt dazu, dass sie dann besondere Gerüche suchen, also zum Beispiel vielleicht auch produzieren. Ne? Und das äußert sich dann oft so, dass die Menschen irgendwie so ganz stark riechende Parfüms tragen. Also genau das Gegenteil zur Überempfindlichkeit oder irgendwelche ganz stark riechenden Cremes, Mittel, irgendwas immer dabei haben oder irgendwelche Gegenstände, an denen sie riechen, damit sie so ein bisschen hier in die Wahrnehmungsverarbeitung auf der olfaktorischen Ebene kommen. Das heißt, es werden extrem Reize ausgelöst und das kann dann zum Beispiel auch dazu führen, dass die Menschen vielleicht ganz starken Körpergeruch haben, weil sie halt erstmal nicht so genau wahrnehmen, wie sie riechen und ob sie schon riechen. Und wenn sie dann stark riechen, dann kann es sein, dass sie das auch noch als besonders angenehm empfinden, weil sie eine Wahrnehmungserfahrung machen. Und nochmal so ein ganz kleiner Rückblick auf die anderen Wahrnehmungsthemen. Also Wahrnehmungsverarbeitung ist ja das, was unser Gehirn wachsen lässt, also was die Verknüpfung entstehen lässt. Und deswegen ist Wahrnehmungsverarbeitung quasi die Grundlage unserer Kognition. Und deswegen eine ganz wichtige Geschichte. Und das weiß das Gehirn natürlich unterbewusst. Und deswegen versucht es dann hier in diesem Bereich so viele Wahrnehmungsreize wie möglich zu produzieren. Ja, genau. Und das wären so die beiden Ausprägungen. Und dann kommt natürlich hier immer noch die Frage, ja, was kann man denn jetzt tun? Ne? Das ist ja auch sicherlich interessant für euch. Und da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken, was hier so ein paar Möglichkeiten wären. Also ich kann zum Beispiel, da fangen wir mal wieder an mit der Hypersensibilität, also mit der Überempfindlichkeit. Da ist oft so, dass es zum Beispiel als Eltern schlau ist, wenn man vielleicht so unparfümierte Waschmittel benutzt oder auch Putzmittel, Seife und Shampoo auch ein bisschen darauf achtet, dass das vielleicht nicht so extrem jetzt von irgendwelchen chemischen Stoffen belagert ist. Denn das ist ja übrigens das, worauf die Menschen so stark reagieren. Der Geruchssinn hat ja was mit Chemie zu tun. Und das sind halt diese Zusammensetzung der chemischen Stoffe, die zu den Geruchswahrnehmungen führen. Und dementsprechend kann man hier durch neutrales Deo oder so sicherlich einiges verbessern. Und insbesondere ein Tipp für die Eltern, wascht dann doch auch bitte die Kleidung und vor allen Dingen auch so die Bettwäsche und so eures Kindes mit neutral riechenden Mitteln. Das kann sehr, sehr entlastend sein. Ja, erwachsene Menschen, denen brauche ich das nicht erzählen. Die wissen das natürlich selber. Das heißt, sie sorgen schon selber dafür, dass sie nicht ständig von extrem riechenden Mitteln, Gegenständen oder was weiß ich umgeben sind und können das wahrscheinlich schon auch relativ gut selber strukturieren, wie sie da so ihren Alltag gestalten. Und dann nochmal ein Blick in die Hyposensitivität. Und da ist es so, dass man zum Beispiel Kindern jetzt stark riechende Gegenstände anbieten kann. Zum Beispiel ja, sowas wie Vicvaporub oder so. Da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Also irgendetwas, was extrem riecht. So gerne lieber natürlich etwas mit Toliges als etwas, was irgendwie verdorben riecht oder so. Das hätte aber natürlich auch den gleichen guten Effekt, dass das Gehirn hier in die Verarbeitung kommt. Aber das möchte natürlich auch keiner. Und jetzt könnte man zum Beispiel mit den Kindern gucken, welcher Geruch hilft dir denn hier besonders? Was fühlt sich denn besonders gut an? Und dann könnte man das zum Beispiel in einer kleinen Dose so, ne? Also wenn wir jetzt sowas wie eine Creme oder Vicvaporub oder so, ist dann mal mein Lieblingsbeispiel haben, können wir das gerne in so eine kleine Tupperdose machen. Und dann können die Kinder das immer, wenn sie irgendwas Gefühl haben, sind gerade unterversorgt mit olfaktorischen Reizen, aufmachen und einmal dran schnuppern. Und dann wird das oft schon viel besser. Und dann ist es natürlich für die Fachkräfte in Kitas auch nochmal zu berücksichtigen, dass die Kinder sich ihre Reize suchen. Das heißt, wenn die da nicht versorgt werden von euch, dann suchen sie sich andere Reize. Und es könnte zum Beispiel bei Kleinstkindern sein, dass die dann anfangen mit den Fäkalien zum Beispiel sich näher zu beschäftigen. Und zwar, weil sie halt kaum andere Möglichkeiten haben, starke Gerüche zu produzieren und deswegen machen sie es dann auf diesem Weg. Und da, wie gesagt, auch bitte dann nicht wieder in diese Verwechslungsgefahren, über die ich immer rede, rutschen. Also nicht, oh Gott, das Kind hat hier irgendwie eine Störung in der analen Phase oder was es da für Ideen geben könnte oder so ein Hintergrund wie, vielleicht ist da zu Hause irgendwie ein Thema sexualisierte Gewalt oder so. Nein, nein. Also es kann hier durchaus sein, dass das Kind einfach versucht, extreme Geruchserfahrungen zu machen
Und wenn wir von außen da nicht bei helfen, dann sind Kinder natürlich noch nicht so gut in ihrer Strategie und suchen sich dann was Effektives, wo sie auch Zugang zu haben. Ja, genau. Also denkt immer dran, es gibt Menschen, die riechen ganz sensibel und können viele ganz schwache Gerüche kaum ertragen. Und dann gibt es Menschen, die brauchen ganz starke Gerüche, damit sie sich überhaupt in die Wahrnehmungsverarbeitung begeben können. Und hierfür ist es halt notwendig, dass wir wissen, dass insbesondere Kinder vielleicht und auch Jugendliche vielleicht noch dabei auch mal Unterstützung brauchen. So, und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt alleine. So, und das war's jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.